Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, dass Tino Chrupalla aus meiner Sicht als Parteivorsitzender zurücktreten muss und sogar ein Parteiausschussverfahren gegen ihn in Gang gesetzt werden muss. Was ist passiert? Bei Maybrit Illner am 3. Dezember bezeichnete er indirekt, aber eindeutig die gesamten Anhänger des Flügels als rechtsextrem. Hier der Ausschnitt. Frage, ob die Anhänger des Flügels der AfD... Den Flügel gibt es doch gar nicht korrigieren mehr, Sie mich, es gibt ihn jetzt, er hat sich angeblich aufgelöst. Er hat sich nicht angeblich aufgelöst, er ist aufgelöst. Aber das wissen Sie auch, Herr Maske, deswegen brauchen Sie sich das nicht permanent Schätzung wiederholen. Immerhin 7.000 von 35.000 Mitgliedern, die ja jetzt nicht verschwunden sind, sondern nach wie vor in der Partei sind. Den Flügel gibt es doch gar nicht korrigieren mehr, korrigieren Sie mich, es gibt ihn jetzt, er hat sich angeblich aufgelöst. Er hat sich nicht angeblich aufgelöst, er ist aufgelöst. Aber das immerhin wissen Sie auch, Herr Maske, deswegen Schätzung, brauchen Sie sich das nicht permanent Schätzung, wiederholen. Immerhin. Was ist hier passiert? Sozusagen als Verteidigung für die AfD, dass sie nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden soll, gibt Tino Chrupalla hier die Begründung an, der Flügel sei doch letztes Jahr aufgelöst worden. Das bedeutet, weil der Flügel aufgelöst worden sein soll, wäre es nun nicht rechtens, nicht redlich, dass die AfD durch den Verfassungsschutz beobachtet wird. Was sagt er damit aber nun? Er stellt den Flügel als verfassungsfeindlich hin, indirekt. Das ist genau der Frame, den Georg Mascolo verbreitet. Und wo Georg Mascolo auch sofort einwendet, die 7.000 bis 8.000 Mitglieder, die früher den Flügel dargestellt haben, seien noch immer noch in der Partei. Sozusagen war Tino Chrupalla hier Kronzeuge dafür, dass diese 7.000 bis 8.000 Leute rechtsextrem sein sollen. Und dass es deswegen redlich gewesen wäre, dass die AfD durch den Verfassungsschutz beobachtet wird und sozusagen soll dann die Aktion, dass der Flügel aufgelöst worden ist, soll dann dafür herhalten, dass die AfD jetzt nicht beobachtet werden soll. Es war aber nie Position der AfD, dass der Flügel aufgelöst werden sollte, um nicht vor dem Verfassungsschutz beobachtet zu werden, sondern es wurde immer als Begründung angegeben, der Flügel sei überlebt. Jedenfalls nie war es AfD-Position, dass diese 8.000 Mitglieder rechtsextrem seien. Und genau das bestätigt hier Tino Chrupalla. Indirekt, aber ganz eindeutig. Damit bestätigt er den Frame der Altparteien und Altmedien zu 100%, auf noch schlimmere Weise, als das Meuthen getan hat. Für die Wähler und Mitglieder der AfD, überhaupt für die ganzen Konservativen, geht es mittelfristig um die Existenz und wahrscheinlich sogar ums blanke Überleben. Viele denken jetzt, ach was, das ist doch Blödsinn und es wird ja auch als lächerlich hingestellt, wie diese Jana bei der Demo, wie sie lächerlich hingestellt wurde, als sie einen Vergleich mit Sophie Scholl anstellte. Aber Fakt ist, wir wissen nicht, wie es weitergeht und logisch betrachtet sprechen eigentlich alle Zeichen dafür, dass hier eine Eskalationsspirale im Gang ist, an deren Ende der Tod steht. Und zwar der Tod der Bürgerlichen, des Klassenfeinds der Linksextremen. Hier ein Beispiel, wie sich ein Elmar Brok der angeblich mittigen CDU über die Werteunion geäußert hat. Aber ist es nicht auch so, dass Illoyalitäten in ihrer eigenen Partei letztendlich die Parteivorsitzende sturmreif geschossen haben? Auch das ist der Fall. Und besonders ist natürlich, ich habe heute Morgen wieder das Interview des Vertreters der Werteunion gesehen, so etwas darf man gar nicht zulassen. Wenn man solchen Leuten den Finger gibt, nehmen sie die ganze Hand. Das ist wie ein Krebsgeschwür. So etwas muss man vornherein mit aller Rücksichtslosigkeit bekämpfen, damit ein solches Krebsgeschwür nicht in die Partei hineinkriechen kann. Also ein Krebsgeschwür muss man rausschneiden am besten oder wegstrahlen. Heißt das mit anderen Worten, die Werteunion, die sollte man aus der Partei rauswerfen sozusagen? Ja, ob man das mit den individuellen Leuten machen kann, das ist nach dem Parteiengesetz sehr schwierig. Aber die Werteunion kann nicht als Werteunion der CDU auftreten. Es ist nicht möglich, dass solche Vereinigungen im Namen der CDU sprechen. Das sind ein paar hundert Leute, die dann in jedem Interview, in jeder Veranstaltung vorkommen, auch von den Medien ständig präsentiert werden. Dabei haben sie in der Partei null Einfluss. Und ich glaube, dass man so etwas abschneiden muss. Die Werteunion, ganz sicher ohne jeden rechtsextremen Hintergrund, wird hier als Krebsgeschwür tituliert. Sie werden entmenschlicht, wenn sie als Krebsgeschwür bezeichnet werden. Und es geht hier nicht um die AfD, es geht hier um die Bürgerlichen in der Werteunion. Diese eliminatorische Sprache ist entlarvend.
die Menschen haben sich in den letzten 100, 200, 500 Jahren nicht verändert. Es sind die gleichen Menschen und Massenmorde waren an der Tagesordnung. Überall auf der Welt. Heute wie früher. Wir dürfen uns nicht einschläfern lassen. Die Gefahr ist real. Und weil es hier um alles geht, um unsere Zukunft, also nicht nur die Zukunft von Deutschland, die Zukunft der Welt, um unsere Existenz. Und schon jetzt geht es um die Existenz. AfD-Wähler, Ehrenamtliche, sie können sich kaum zur AfD bekennen. Und der Druck nimmt beständig zu. Die ganzen Schikanen, denen AfD-Wähler und ehrenamtliche Helfer ausgesetzt sind, habe ich schon im letzten Video geschildert. Schauen wir uns im Folgenden noch einmal die ganze Passage von Tino Kupala an. Die ganze Sendung zu analysieren würde jetzt den Rahmen sprengen, aber gucken wir uns jetzt diese Passage noch einmal in voller Länge an. Wird es einen Machtkampf geben in der Partei und könnte Jörg Meuthen den verlieren? Wir haben sicherlich in inhaltlichen und programmatischen Punkten eine unterschiedliche Auffassung, in der gesamten Partei übrigens. Das ist ja ganz normal, dass eine Partei, die 7 Jahre alt ist, auch ihre Richtung noch sucht. Wir müssen uns wirklich überlegen, wollen wir eine zweite FDP werden oder wollen wir eine Arbeiterpartei werden? Bis dahin noch alles gut. Werden. Und ich bin ganz klar für eine Arbeiterpartei. Bitte? Bei Jörg Meuthen klingt es nach Nazis raus. Was heißt Nazis raus? Wäre das so ein schlechter Gedanke? An dieser Stelle wird deutlich, wie sehr die Rede Jörg Meuthens den Altmedien und Altparteien genutzt hat. Sie rufen jetzt Jörg Meuthen als Kronzeugen gegen die AfD auf. In ähnlicher Weise, wie Jörg Meuthen hier aufgerufen wird, kann in Zukunft auch Tino Kupala gegen den Flügel aufgerufen werden. Macht deutlich, wie schlimm negatives Framing von AfD-Leuten gegen die eigene Partei ist für die AfD. Extremisten haben in unserer Partei nichts zu suchen. Wer nicht auf dem Boden der freiheitlichen, demokratischen Grundordnung steht, hat in unserer Partei nichts zu suchen. Das vertrete ich doch genauso. Indem Tino Kupala am Ende des Satzes anfügt, das wollen wir doch genauso, dass keine Extremisten in der Partei Platz haben, suggeriert er dem Zuschauer, die Altmedien und die Altparteien seien bessere Demokraten und die AfD will doch auch eine gute demokratische Partei sein, genauso gut wie die anderen. Das ist ein täuscherisches Framing. Und es ist der blanke Hohn angesichts der Tatsache, wie die Altparteien und die Altmedien mit der AfD umgehen. Und ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, es ist Verrat. Weil es nicht die Wahrheit ist. Weil Altmedien und Altparteien sich nicht demokratisch verhalten. Zudem ist es so, dass Tino Kupala durch die brave Beantwortung der Frage Legitimität gibt. Und vor allen Dingen ist es so, dass indem er die Altmedien nicht negativ framed, nicht darauf hinweist, auf die beständige Themenlenkung, dass die AfD rechtsextrem ist, das wurde ja jahrelang, stand das immer an erster Stelle, wurde immer in den Vordergrund gestellt. Und indem er das nicht kritisiert, die Altmedien nicht kritisiert, Ilna nicht kritisiert, bleibt auf jeden Fall ein Teil des Tracks hängen. Der Zuschauer fragt sich so, ist es so, ist es nicht? Tino Kupala gesteht Maybrit Illner und den anderen die Richterrolle zu. Und er ist derjenige, der sich qualifizieren will. Die AfD kann so nur verlieren. Indem Tino Kupala Illner oder die anderen angreift, würde er automatisch klar machen, dass er demokratisch ist. Wenn er die anderen für undemokratisches Verhalten angreift, suggeriert er automatisch, ich bin Demokrat. Und genauso machen es die Altmedien und die Altparteien bei der AfD. Indem sie die AfD ständig schlecht darstellen, angreifen, sagen sie automatisch den Zuschauer, wir sind natürlich die Guten. Und so wirkt es auch effizient. Und es wirkt nicht effizient, wenn Tino Kupala sagt, ja, wir sind nett. Weil so bleibt ein Zweifel hängen. Und im Hinblick darauf, wie er später den Flügel darstellt, wirkt es auch noch besonders schwach und unglaubwürdig. Ist die, Georg Maskolo, ist glaubwürdig in Ihren Augen, dass sich Jörg Meuthen, der Co-Vorsitzende von Herrn Kupala, jetzt distanziert von dem Hügel? Von dem Flügel, meine Güte. Hier wird deutlich, dass jegliche als Verteidigung gemeinte vorgebrachte Aussagen sofort in Zweifel gezogen werden. Und auch vor den Zuschauern wirksam in Zweifel gezogen werden. Verteidigung alleine nützt nichts und wirkt kontraproduktiv. Angriff ist die beste Verteidigung. Also glaubhaft wäre es gewesen, wenn er es früh getan hatte. Ich finde, er kommt sehr spät mit dieser Abgrenzung. Und ich glaube, dass es unübersehbar ist, warum das im Moment geschieht. An dieser Passage wird perfekt deutlich, was passiert, wenn man zulässt, dass Teile der Partei als undemokratisch geframed werden.
dieser Frame in der Allgemeinheit etabliert werden kann. Diese negativ dargestellten Teile der Partei strahlen dann auf den Rest der Partei aus. Weil man ja mit negativen Leuten sich umgeben hat, ist man dann selbst negativ. Dadurch wird auch deutlich, warum Jörg Meuthens Aktionen im letzten Jahr gegenüber Andreas Kalbitz so schädlich waren, warum sie sich so stark negativ ausgewirkt haben. Indem Jörg Meuthen Andreas Kalbitz unbedingt aus der Partei haben wollte, hat er signalisiert, Andreas Kalbitz ist rechtsextrem, er ist unmöglich, deswegen muss er aus der Partei. Er steht nicht auf dem Boden der Demokratie. Dadurch ist aber nicht nur Andreas Kalbitz betroffen, dadurch ist der Flügel, dadurch sind seine ganzen Unterstützer betroffen, alle, die mit ihm zusammengearbeitet haben, inklusive Jörg Meuthen selbst. Indem Andreas Kalbitz schlecht dargestellt wird, hat der ganze Vorstand der AfD sich selbst schlecht dargestellt, weil sie mit Andreas Kalbitz lange zusammengearbeitet haben. Das war also Selbstzerstörung. Und genauso ist es Selbstzerstörung, wenn Tino Chrupalla hier den Flügel indirekt als rechtsextrem darstellt, indem man sagt, ja, man hat ihn doch aufgelöst. Worüber beschwert sich denn Georg Mascolo? Der Flügel, den gibt es doch gar nicht mehr. Die Altmedien und Altparteien lassen da nicht locker. Und dann kommt die AfD argumentativ auch gar nicht dagegen an, wenn sie diesen Frame zulässt. Auch wenn es ohne Frage so ist, dass es in der AfD, glaube ich, ein genuines Ringen um die Frage gibt, wie viel Rechtsextremismus es denn sein soll und sein darf. Es ohne Frage so ist, dass die Partei genau weiß, dass nach Lage der Dinge im kommenden Frühjahr die Entscheidung des Verfassungsschutzes ansteht, ob das, was jetzt seit fast 2 Jahren geprüft wird, nämlich ob die Gesamtpartei zum Verdachtsfall oder sogar zum Beobachtungsobjekt erklärt wird, dass das eine Entscheidung ist, die ansteht. Ich glaube übrigens, dass sie nur deshalb so lange auf sich warten lässt, weil der Verfassungsschutz auch dieses echte Ringen in der Partei zwischen den unterschiedlichen Flügeln beobachtet. Georg Mascolo verbreitet hier ganz viele Anschauungen, gegen die Tino Chrupalla unbedingt intervenieren muss. Man wartet förmlich darauf, dass Tino Chrupalla endlich was sagt, einschreitet dagegen. Aber ich denke, spätestens im Frühjahr wird es soweit sein. Und dann wird diese Entscheidung getroffen werden. Es gibt ja ganz viele Erklärungen der AfD, dass sie sagt, das sei alles letztlich ein schmutziges politisches Spiel und es sei irgendwie nur der Versuch der Stigmatisierung eines politischen Wettbewerbers. Georg Mascolo suggeriert hier, die AfD würde gar nicht benachteiligt und die AfD, ja, das wäre so etwas lächerlich, dass die AfD sich beschwert über Benachteiligung. Diesem Frame müsste Tino Chrupalla auch vehement widersprechen. Das kann er ganz einfach machen, indem er die ganzen Nachteile auflistet. Glücklicherweise ist es so, dass solche Entscheidungen in diesem Land nicht allein vom Verfassungsschutz getroffen werden. Gott sei Dank, richtig. Sondern von unabhängigen Gerichten überprüft werden. So, auch die, übrigens die Frage, ob die Anhänger des Flügels der AfD... Indem Tino Chrupalla Georg Mascolo beipflichtet, suggeriert er, dadurch, dass die Gerichte den Verfassungsschutz einschränken können, sei alles in Ordnung. Es ist aber in Wahrheit überhaupt nicht in Ordnung. Den Republikanern hat es nichts genützt, dass nachträglich festgestellt wurde, dass sie durch den Verfassungsschutz ungerecht behandelt wurden. Ihr Ruf war ruiniert, sie haben keine Rolle mehr gespielt. Genauso ist es auch bei der AfD, dass sie öffentlich vom Verfassungsschutz als Prüffall bezeichnet wurde, so, dass es der AfD nichts nützt, dass sie im Nachgang gewonnen hat, weil die Altmedien das einfach nicht weitervermitteln oder halt nur ganz wenig. Aber nicht in dem Maß, dass die Leute davon Notiz nehmen, ernsthaft. Der Ruf war aber trotzdem ruiniert. Tino Chrupalla hätte an dieser Stelle deutlich machen müssen, das Wort ergreifen müssen, wie der Verfassungsschutz in den vergangenen Jahrzehnten politisch instrumentalisiert wurde, um die Wirkung abzuschwächen, die die Verkündung haben wird, dass die AfD ein Verdachtsfall ist, was jetzt ja im Frühjahr kommen wird. Es ist vollkommen klar, im Frühjahr wird ganz groß in allen Altmedien die große Titelzeile sein, die AfD ist Verdachtsfall. Hier hätte Tino Chrupalla vorarbeiten können, im Auge der Zuschauer, und das sind die ZDF-Zuschauer, das sind die Altmedienkonsumenten, hätte er diesen Frame, der die AfD hart treffen wird, im Vorfeld schwächen können, indem er die Glaubwürdigkeit des Verfassungsschutzes und damit der Altparteien und Altmedien wirksam schwächt. Flügel gibt es doch gar nicht. Korrigieren Sie mich, es gibt ihn jetzt, er hat sich angeblich aufgelöst. Er hat sich nicht angeblich aufgelöst, er ist aufgelöst. Aber immerhin, das wissen Sie auch, Herr Maskulow, deswegen brauchen Sie das nicht permanent wiederholen. Immerhin 7.000. Und jetzt kommt der Schock. Man freut sich erst, er unterbricht
Und man denkt, ja, jetzt kommt er, jetzt sagt er was. Und dann kommt dieses Statement. Statt dass er Richtigstellungen betreibt, Aufklärung, sagt er, ja, der Flügel wurde doch aufgelöst. Den Flügel gibt es doch gar nicht mehr. Das soll dann das Hauptargument sein. Jetzt richtet er als Hauptargument gegen Maskulo, der Flügel sei doch aufgelöst worden. Das ist natürlich ein lachhaftes Argument. Denn natürlich, die ganzen, alle Flügelanhänger sind weiterhin in der AfD. Und vor allen Dingen macht er damit die eigenen Anhänger schlecht. Man muss sich immer daran erinnern, dass Rechtsextremismus oder überhaupt Extremismus ein schlimmer Vorwurf ist. Und zwar ein ganz gravierender schlimmer Vorwurf. Zum Beispiel, wenn man Ausländer nicht im Land haben möchte, dann ist man nicht extremistisch. Das ist ganz klar festzuhalten. Das ist eine legitime Meinung, wenn man sagt, dass man Ausländer nicht gerne im Land hat. Das mögen viele nicht mögen. Ich zum Beispiel teile diese Auffassung auch nicht. Ich habe in meinem Leben zufällig ganz viele ausländische Freunde gehabt. Also Leute, Freunde, die einen Migrationshintergrund haben. Ich habe sogar eigentlich hauptsächlich Freunde gehabt mit Migrationshintergrund. Das heißt, ich teile diese Meinung jetzt nicht einfach aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Ich sehe jetzt persönlich den Islam kritisch. Aber es ist das gute Recht von Leuten. Man kann es vergleichen wie bei einer Party. Wenn ich Leute nicht auf meine Party einlade, dann heißt es nicht, dass ich diese Leute umbringen will. Es ist mein gutes Recht, die Leute auf meine Party einzuladen, die ich einladen will. Und genauso ist es mit der Zuwanderung. Sehr wohl, aber ist es extremistisch, wenn man wie Elmar Brok Teil der Partei als Krebsgeschwür bezeichnet. Das ist entmenschlichend. Wenn dieser Vorwurf gemacht wird, dann muss man mit aller Entschiedenheit, darf man das nicht zulassen. Und stattdessen übernimmt Tino Chrupalla diesen Frame und gibt ihm Berechtigung. Den Flügel gibt es doch gar nicht. Korrigieren Sie mich, es gibt ihn jetzt, er hat sich angeblich aufgelöst. Er hat sich nicht angeblich aufgelöst, er ist aufgelöst. Aber immerhin, das wissen Sie auch, Herr Maskulo, deswegen brauchen Sie das nicht permanent wiederholen. Immerhin 7.000 von 35.000 Mitgliedern, die ja jetzt nicht verschwunden sind. Es war nie AfD-Position, dass der Flügel aufgelöst wurde, weil er rechtsextremistisch ist. Chrupalla suggeriert jetzt hier, dass das AfD-Position ist, dass deswegen der Flügel aufgelöst wurde. Aus meiner Sicht war der Zeitpunkt unglücklich. Es war... Jörg Meuthen hat das ja vorangetrieben, den Flügel aufzulösen. Aus meiner Sicht hätte man genau zu dem Zeitpunkt den Flügel nicht auflösen dürfen. Man hätte auch öffentlich hätte man nie den Eindruck erzeugen dürfen, man löst den Flügel auf wegen dem Verfassungsschutz. Das war ein ganz schwerwiegender Fehler gewesen. Aber man hat damals betont, man löst den Flügel einfach so auf, weil er überlebt ist. Das war ja damals mit Bernd Lucke, man braucht das nicht mehr. Dann Björn Höcke hatte gesagt, es kommt dann auch langsam, es entsteht dann Verfilzung, das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht. Im Folgenden sehen wir noch, wie Georg Maskulo dankbar dieses Argument von Tino Chrupalla aufgreift und lächerlich macht. Von 35.000 Mitgliedern, die ja jetzt nicht verschwunden sind, sondern nach wie vor in der Partei sind. Mhm. Auch dagegen hat die Partei geklagt. Die Partei klagt im Grunde gegen jeden diesen Schritten. Und hat ist auch unser Klagen, gutes Recht. Absolut, sie ihr absolut gutes Recht. So, aber soweit sie diese Klagen angestrengt haben, was es um den Flügel geht, soweit sie entschieden sind, bis heute haben sie irgendwie auch verloren. Unter Anbetracht der Feststellung, der Flügel sei jetzt ja aufgelöst, wirken die Verteidigungen nicht mehr überzeugend. Dass keine undemokratischen Kräfte geduldet würden und dass man gerichtlich dagegen vorgehen wolle. Es wirkt nicht überzeugend und Tino Chrupalla springt in den Populismusvorwurf rein. Er ist jetzt Vorsitzender, deswegen redet er gut über die AfD, aber weil er halt gerade der Vorsitzende ist. Er wechselt sozusagen seine Meinung, wie es halt gerade passt. Es wirkt billig. Da haben sie irgendwie auch verloren. Es gab noch gar keine Entscheidung. Also dazu. Irgendwann doch, es gab eine des Berliner Verwaltungsgerichts und eine des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg. Darauf zu hoffen, dass die Gerichte die AfD auf Dauer schützen, ist unrealistisch. In Mecklenburg-Vorpommern oder auch im Bundesverfassungsgericht ist deutlich zu sehen, dass Politiker Posten bekommen, dass die Richterposten politisch besetzt werden. Das heißt, es ist schon jetzt aus meiner Sicht, kann man sich auf das Verfassungsgericht längst hier nicht mehr verlassen. Die einzige Chance, die AfD zu retten, ist die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass die AfD nicht rechtsextremistisch ist, dass man einen starken Frame nach außen trägt. Das heißt, natürlich, vielleicht viele Leute wissen, die AfD ist nicht rechtsextrem, aber wenn der Frame so schwach ist, es gibt ja zwei Ebenen.
die tatsächliche Realität und wer den guten Frame hat. Und viele Leute interessiert ja gar nicht die Realität, sondern sie interessiert nur, wer hat den guten Frame, wer ist stark. Weil er derjenige, der den guten Frame schafft, zu etablieren für sich, der ist der Stärkere. Es ist wie ein Stierkampf gegeneinander. So sind auch diese Sendungen. Das sind in Wahrheit Arenen, wo es einen Sieger und einen Verlierer gibt. Und Chrupalla ist hier der große Verlierer. Weil Georg Mascolo hat den starken Frame, den glaubwürdigen Frame, und Tino Chrupalla steht hier vollkommen unglaubwürdig da. Er hat hier hochkant verloren, jedenfalls in dieser Passage, ganz eindeutig. Wir sehen das natürlich anders, aber wir sehen es aus der AfD-Brille. Wir müssen uns jetzt reinversetzen in den Wähler, der die AfD nicht kennt, der die Bundestagsreden nicht kennt. Und Tino Chrupallas Auftritt war hier so wenig überzeugend, dass ich nicht von der AfD überzeugt worden wäre, würde ich nicht die ganzen Hintergründe kennen. Zu der Frage, so, aber kurzum, die Partei steht vor dem Moment, an dem der Staat entscheiden wird, ob er dieses noch deutlichere Stoppsignal senden wird, und zwar rechtzeitig vor der Bundestagswahl, und sagen wird, wir halten was die für Partei ein für eine rechtsextremistische Bestrebung. Am Ende sagt Tino Chrupalla, was ein Zufall. Das ist gut für die AfD, weil er weist darauf hin, dass der Verfassungsschutz politisch missbraucht wird. Aber wie überzeugend ist das, nachdem er den Flügel als rechtsextrem hingestellt hat? Und nachdem er auch sonst argumentativ nichts eingebracht hat? Er keine Fakten benannt hat in der ganzen Sendung, die die AfD verteidigen. Hintergründe, die die Bürger nicht wissen, weil sie die Altmedien nicht berichten. Oder die in Vergessenheit geraten mit der Zeit, weil sie von den Medien nicht in den Vordergrund gestellt werden. Die einmal kurz berichtet werden, die dann aber vergessen werden. Die dadurch nicht im Oberbewusstsein bleiben. Relevant ist das, was ständig wiederholt wird von vielen, die eine hohe Glaubwürdigkeit haben. Und Leute wie Georg Mascolo, die haben die Glaubwürdigkeit. Weil Tino Chrupalla auch nichts unternimmt, diese Glaubwürdigkeit anzugreifen, sondern indem er sagt, das sehen wir doch auch so. Wir keine Extremisten, das wollen wir doch auch. Und er damit suggeriert, Illner oder auch dieser Mascolo, das seien die besten Demokraten. Es ist auch so, dass nach der Hamburg-Wahl Tino Chrupalla dem Kanal Deutschlandkurier kein Interview gegeben hat. Ihr kennt bestimmt den Kanal Deutschlandkurier von Oliver Flash. Und Oliver Flash ist ja ein sehr engagierter Mensch, der die größte Hochachtung verdient hat und der auch Wahlkampf für die AfD macht und die AfD nicht in den Dreck zieht und schlecht framed. Und ausgerechnet einem Oliver Flash oder jemand anderem vom Deutschlandkurier, der extra nach Hamburg gereist ist, um ein AfD-Statement zu bekommen, um es auf dem Kanal auch bringen zu können, sowas unterstützt Tino Chrupalla nicht und gibt ihm kein Interview. Das heißt, bei ZDF, bei den Öffentlich-Rechtlichen, da kriecht Tino Chrupalla, wie hier in der Sendung, aber dem Deutschlandkurier gibt er nach der Hamburg-Wahl kein Interview. Und das wäre für die Reichweite vom Deutschlandkurier natürlich gut gewesen. Und die sind extra nach Hamburg gefahren. Zudem war es so, dass Tino Chrupalla vom ZDF direkt nach seiner Wahl zum Vorsitzenden durch einen Einspieler oft das Schlimmste lächerlich gemacht werden konnte in der Öffentlichkeit. Er direkt als Bundesvorsitzender verbrannt wurde. Was natürlich auch ganz negativ auf die AfD abgestrahlt hat. Ich möchte Ihnen einen Auszug vorspielen aus einer Veranstaltung mit Ihnen im März 2018, wo sich ein Teilnehmer drastisch über die vermeintlichen Folgen von Migration äußert. Es ist ja nichts anderes als Völkermord. Weil wenn es danach uns Deutsche nicht mehr gibt, sondern irgendein Mischvolk, dann sind wir Deutsche weg. Das letzte Mal gab es sowas 45. Die Jungs sind am Galgen geendet in Nürnberg. Das müsste man doch mal ansprechen. Es ist ja nichts anderes als Völkermord. Weil wenn es danach uns Deutsche nicht mehr gibt, sondern irgendein Mischvolk, dann sind wir Deutsche weg. Das letzte Mal gab es sowas 45. Die Jungs sind am Galgen geendet in Nürnberg. Das müsste man doch mal ansprechen. Das ist ja genau der Punkt. Im Prinzip ist ja das sind ja auch Themen, die Pegida zum Anfang, wir erinnern uns, wo wir auch belacht oder auch Pegida belacht wurde, wo wir von der Islamisierung des Abendlandes sprachen. Ja? Und wir sehen ja mittlerweile, das ist Realität. Und ich finde, da gebe ich Ihnen zum Teil recht, in einem atemberaubenden Tempo. Herr Chrupalla, wenn hier von Jungs gesprochen wird, die am Galgen in Nürnberg geendet sind, dann geht es ja um verurteilte Kriegsverbrecher der Nürnberger Prozesse. Also der Verherrlichung von Nationalsozialismus widersprechen Sie da nicht mit allen Mitteln. Verstehe ich das richtig?
Ja, Sie sagen in mich mit allen Mitteln. Ich hab dem sehr wohl widersprochen. Wie Sie das jetzt interpretieren für Ihre Auslegung, ist natürlich Ihre eigene Sache. Man kann die Einwanderungspolitik kritisieren. Man kann das kritisieren, dass Deutschland sich der Islam ausbreitet. Aber solche Vergleiche anzustellen, wie das jetzt Massenmord wäre, wenn jetzt durch Vermischung das deutsche Gen verschwindet, das mit dem Massenmord an den Juden zu vergleichen und dann gleich noch sagen, wie unsere Jungs 45, das kann man nicht stehen lassen. Das kann man als AfD-Vorsitzender nicht stehen lassen. Man muss damit rechnen, dass sowas gefilmt wird. Und Tino Chrupalla hat diese Passage von diesem Kerl stehen lassen, die eindeutig unmöglich ist. Und das ZDF hat es gefilmt und es gleich nachdem Tino Chrupalla Vorsitzender war, gesendet. Und damit war Tino Chrupalla bis auf die Knochen blamiert. Aus heutiger Sicht besonders. Jemand, der Vorsitzender ist, und es geht hier um unsere Existenz, es geht hier um alles, es geht um Deutschland, das ist eine ganz wichtige, herausgehobene Position. Er vertritt uns alle, er reißt uns alle mit in den Abgrund. Wenn jemandem ein solcher Fehler passiert, er nicht Stellung bezieht zu so einem Statement und das dann gegen ihn verwendet wird, dann kann er nicht Vorsitzender sein. Eigentlich schon damals, aus heutiger Sicht. Ich weiß noch, wie ich das gesehen habe. Ich dachte, um Gottes Willen. Aber man möchte ja Tino Chrupalla mögen und verzeiht das. Aber eigentlich war das schon unverzeihlich. Und wir sind ja, ich bin auch wirklich ein warmer Mensch, behaupte ich mal, der alle mögen will, der verzeihen will, der will, dass Tino Chrupalla gut aussieht, der eigentlich Tino Chrupalla bejubeln will. Aber das kann eine Schwäche sein, wenn wir alles verzeihen. Sondern die Lage ist ernst und hier muss man kühl die Dinge sehen. Muss man hart sein, weil es geht hier um alles. Und Dilettantismus können wir uns nicht erlauben. Und es ist jetzt auch egal, ob das absichtlich ist oder nicht absichtlich, jetzt mit dem Flügel die Sache oder jetzt oder letztes Jahr mit diesem Interview. Es besteht immer die Möglichkeit, dass wenn es so dilettantisch ist, dass es Absicht ist, dass hier eine Zusammenarbeit mit dem ZDF erfolgt, mit dem Öffentlich-Rechtlichen oder dass er ein V-Mann ist. Das ist alles nicht ausgeschlossen, das weiß ich aber nicht. Das ist nicht auszuschließen, weil es ist für mich schon so dilettantisch, dass es eigentlich für mich kaum glaubhaft erscheint, dass jemand, der Vorsitzender ist, und überhaupt, dass jemand sich so verhält. Und vor allen Dingen, es widerspricht einem ja auch so. Also wenn man sowas hört, wie jetzt mit 1945, da müssen doch alle Alarmglocken schrillen. Da kann man doch sowas nicht unbeantwortet lassen. Oder die Sendung bei Illner und überhaupt, wie die AfD beschimpft wird. Das spürt man doch, wie schlimm das ist. Das ist eigentlich für mich so gewesen, wie jedes Mal, wenn man einen Schlag in den Magen kriegt, in die Magengrube. Anstatt dass man sich schützt und die Hände davor hält und zurückboxt, kassiert man einen Schlag nach dem anderen. Im Gesicht, in den Magen, einschlagen, trifft und man sagt wieder nichts und der Nächste trifft und trifft. So wird man kaputtgeschlagen und man wehrt sich nicht dagegen. Und das widerspricht doch eigentlich dem normalen menschlichen Gefühl. Und ist es dann auch egal, ob das jetzt die denkt, das ist jetzt eine clevere Strategie, sich verprügeln zu lassen öffentlich. Das ist aus meiner Sicht so dilettantisch. Und dann ist es auch egal, ob es absichtlich ist oder nicht. Dass wenn man sowas macht, dann ist man als Vorsitzender nicht geeignet. Und da müssen wir hart sein. Und da müssen wir auch schneller reagieren. Sowas dürfen wir nicht tolerieren in Zukunft. Es wäre schon besser gewesen, wenn gleich Tino Chrupalla nach diesem Interview beim ZDF, wenn er zurückgetreten wäre. Wenn wir selbst Druck auf ihn ausgeübt hätten und gesagt hätten, das ist eine Nummer zu groß für dich, tritt bitte zurück. Das war so peinlich, dass das geht nicht. Stattdessen haben wir gesagt, wir sind nett, wir sind loyal, wir stärken dir den Rücken. Und das war natürlich peinlich, aber wir hauen dir dich jetzt nicht in die Pfanne. Und jetzt sieht man das Ergebnis. Tino Chrupalla hat aus meiner Sicht keinen einzigen überzeugenden Auftritt hingelegt. Sondern jedes Mal, wenn er in einem Interview war oder in einer Talksendung, hat er die schlechten Frames gegen die AfD eigentlich relativ widerstandslos hingenommen. War Zeuge davon. Und dann wäre es eigentlich besser gewesen, er wäre gar nicht in die Sendung gegangen. Weil wenn er die Frames nicht beantwortet, die Frames passieren, ohne dass er was dazu sagt, ohne dass er es richtig stellt, dann gelten die Frames als akzeptiert. Und wenn er nicht da ist, dann wäre es so, dann würde man sich fragen, was sagt jetzt die AfD dazu?
Wenn er aber da ist, die Frames passieren lässt, die Unterstellungen, und sie nicht vehement gerade rückt, so wie alles Weidel das macht, dann bleiben die Frames hängen, dann gelten sie als akzeptiert. Und es ist wahrscheinlich nicht nur Jörg Meuthens Schuld, sondern auch diese schlimmen Auftritte, leider auch Baumann, aber auch Chrupalla eigentlich in allen Auftritten, wurden diese Frames akzeptiert. Und damit wurde die AfD nachhaltig beschädigt, dadurch wird sie jetzt durch den Verfassungsschutz beobachtet, weil es der Bevölkerung vermittelbar ist. Diese Frames, die Öffentlich-Rechtlichen, die Altparteien wissen jetzt, merken das durch Umfragen, durch die Propaganda jetzt der Frame, die AfD ist unmöglich, ist gesetzt. Jetzt können wir uns trauen, dass der Verfassungsschutz sie beobachtet. Es wird uns nichts passieren. Und wir sehen auch, es wird auch nichts passieren. Die AfD wird beobachtet werden und das interessiert keinen. Weil die Leute sich denken, ja, die AfD ist eh rechtsextrem. Und AfD und Chrupalla und Meuthen waren ja auch dauernd Kronzeuge. Als diese Frames vorgetragen wurden, haben ihnen nicht widersprochen. Die AfD ist von 15% auf 10% abgestürzt. Und ich habe es immer gesagt, schon im letzten Jahr, das darf nicht passieren. Die AfD muss über 20% steigen oder es ist das Ende der AfD. Weil jetzt kommt der Verfassungsschutz, die AfD wird zersetzt. Jetzt, da kann man sie nochmal ankreuzen. Wahrscheinlich bei der nächsten Bundestagswahl 2025 ist die AfD wahrscheinlich schon verboten. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, ob ich was vergessen habe, ihr es ganz anders seht, weshalb Tino Chrupalla doch Vorsitzender sein soll, was ihr alles ganz toll gemacht habt, warum ich jetzt total daneben liege. Ihr könnt es jetzt ja alles in die Kommentare schreiben. Zu dem Prozess wegen meiner Strikes ist zu sagen, Repkov war jetzt anscheinend sehr beschäftigt, sie haben jetzt lange nicht reagiert. Ich habe es jetzt auch nicht vorangetrieben, weil im Moment mit den Videos, es klappt jetzt ja, sie striken mich nicht mehr im Moment. Was aber auch daran liegt, dass ich jetzt nicht Corona thematisiere. Aber ich glaube, es liegt daran, dass sie die Brisanz vielleicht nicht so einschätzen. Und es kann sein, dass auch sehr bald sie dann irgendwie aus einem anderen Grund mich wieder wegstriken. Jetzt sieht man ja, jetzt darf man ja nicht mehr sagen, die US-Wahl. Aus dem Grund will ich jetzt nächste Woche das wieder vorantreiben. YouTube soll sehen, ich wehre mich und ich lasse das Unrecht nicht passieren. Vielen Dank noch einmal für alle Spenden. Sie sind überlebenswichtig. Macht's gut.